Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder eure Claudia mit einem neuen Orakel und wir wollen heute in die Blockaden schauen und in die karmischen Verstrickungen zwischen dir und deinem Seelenpartner, aber auch zu deinem inneren Kind und was vielleicht auch deinen Herzensmann oder Wunschpartner immer wieder blockiert. Ihr Lieben, ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal, der täglich wächst und wächst dank euch. Und dafür möchte ich mich von Herzen bei euch bedanken für eure Treue, für das Abonnieren meines Kanals und natürlich auch für das Aktivieren der Glocke. Denn dann bekommst du immer wieder auch die neuesten Live-Orakel von mir per Nachricht geschickt und du bist sofort live dabei. Ihr Lieben, ich danke euch auch für eure vielen, vielen lieben Kommentare, die ihr mir täglich schickt. Und dass es euch so viel Mut macht und Kraft gibt, was ich hier für euch tue und dass ihr meine Arbeit so wertschätzt. Dafür möchte ich mich ganz besonders bedanken und auch, dass ich euch durch diese schweren Zeiten begleiten darf und auch für euch da sein kann. Wir diesen Weg einfach gemeinsam gehen und wir uns gegenseitig stärken, uns gegenseitig Halt geben und aufbauen und füreinander da sind und ihr den Weg nicht alleine geht. Ihr Lieben, ihr hattet mich gebeten, dass ich euch auch noch mal ein paar neue Sachen aus meinem Shop zeige. Ich habe euch ja schon die neuen süßen Schlüsselanhänger vorgestellt, die Glücksbringer, die Spiegel, die habe ich euch schon gezeigt. Und jetzt sind ganz neu die süßen, kleinen, neuen Schlüsselanhänger, die Elefanten, bei mir eingetroffen. Und die möchte ich euch natürlich zeigen. Hier seht ihr sie, die süßen kleinen Glücksbringer-Elefanten, die Schlüsselanhänger und natürlich auch wie die Spiegel, die Ganesha-Schlüsselanhänger hier mit den kleinen Glöckchen. Auch ganz süß, die kleinen Ganesha-Schlüsselanhänger hier mit den wunderschönen bunten Glöckchen. Ich habe euch schon die Energiestäbe vorgestellt, auch die Massagestäbe und heute wollen wir ganz speziell mit diesem Energiestab arbeiten. Er steht für die Urkraft, für das Urvertrauen, für die Urliebe und Urangst und da wollen wir auch heute tiefer rein. Ich habe euch auch schon die Schlüsselanhängerblume des Lebens gezeigt und heute neu ist dieser süße Schlüsselanhänger und zwar der Rosenquarz-Pendel-Schlüsselanhänger. Du kannst ihn also wunderbar dann auch als Pendel verwenden. Ich habe euch schon die Schlüsselanhänger Chakra Schutz vorgestellt und natürlich auch die Orgonit-Anhänger fürs siebte und fürs vierte Chakra, weil immer mehr Menschen mir schreiben, Claudia, was kann ich tun, um mich selbst ein bisschen zu schützen und mir selbst ein bisschen mehr Kraft zu geben, besonders wenn es mir selbst nicht so gut geht. Was kann ich für mich tun? Und das sorgt ihr natürlich gut für euch mit kleinen Geschenken, wie zum Beispiel mit dem Buddha-Schlüsselanhänger und den Handschmeichlern, den Herzopalinen, aber auch hier der Doppeldorje Metallanhänger, auch ganz süß. Es sind natürlich auch ganz süße Geschenkideen dabei. Wenn ihr also hier auch noch irgendwelche süßen Geschenke braucht für eure lieben, lieben Seelen, die euch begleiten. Ich zeige euch dann auch bald die neuen Kerzenhalter, die eingetroffen sind. Heute dann auch noch der endlose Knoten, auch nochmal ein schöner Schlüsselanhänger, ein Glücksbringer. Und ich habe noch den doppelten Doge,
auch ganz besondere Glücksbringer und wunderschön verarbeitet. Und natürlich der süße, süße, schöne Engelanhänger mit seinem süßen, süßen Engelflüglein und hier mit ein paar Steinchen, mit dem Amethysten, mit dem Bernstein, wunderschön verarbeitet. Kleine, kleine Glücksbringer, die ich ausgesucht habe für euch, damit ihr einfach etwas bei euch tragt, damit ihr euch besser fühlt und es euch gut geht. Ihr Lieben, heute wollen wir ganz speziell in die Blockaden schauen und wir verwenden dafür die Energiestäbe. Und wir gehen hier ganz speziell ins Wurzelchakra und in das zweite Chakra, weil wir hier in die Urängste und ins Urvertrauen gehen möchten. Und hier, meine Liebe, das bist du. Und wenn du männlich bist, wenn du ein Zuschauer bist, dann bist auch das hier du. Und du liegst hier auf dem Hausplatz der Liebe. Also im Moment geht es darum, dass du dir treu bist, dass du hier wirklich vielleicht jetzt in den inneren Rückzug gehst und dir treu bist, dass du erkennst, wer du wirklich bist, dass du beginnst, dich immer mehr zu lieben und das geht nur im inneren Rückzug und wirklich dadurch dir auch treu bist. Und ihr Lieben, es ist wichtig, dass ihr ganz, ganz viel Gutes für euch tut und deshalb sitzen wir heute auch wieder schön draußen hier in der Natur. Wir genießen nochmal die wunderbaren Oktober-Sonnenstrahlen, damit wir wirklich uns auftanken mit guter Energie, wenn die Seele weint und wenn das Herz schwer ist. Und wenn das Herz auch weint und traurig ist, dann fühlt euch ganz lieb umarmt. Und auch eure Liebe gibt mir unendlich viel und fühlt euch geborgen. Und ich finde es so wunderschön, dass wir uns hier fast täglich begegnen und wir miteinander hier sozusagen in einer Verbindung stehen. Hier, meine Liebe, siehst du auch nochmal, dass du hier wirklich im Moment in den inneren Rückzug gehen sollst. Vielleicht bist du es auch gerade schon. Deine Lernaufgaben liegen auf dem weiblichen Fundament. Die haben hier mit Unsicherheiten und Unklarheiten zu tun. Also vielleicht bist du gerade in deinem Leben unsicher und unklar und weißt nicht so recht, wie es weitergehen soll. Hier siehst du ganz klar, es geht also um das weibliche Fundament. Das kommt vielleicht eben von deiner weiblichen Bezugsperson. Und du darfst es jetzt aufarbeiten, denn du, meine Liebe, hast hier direkt das innere Kind dabei liegen und sogar noch die Belastung. Also es kommen ganz viele Belastungen hier aus deiner Kindheit, die haben hier auch mit dem Kopfdenken zu tun, hier der Kopfmensch, der direkt auf dich zuschaut. Du brauchst vielleicht immer wieder die Sicherheit, du brauchst Bestätigung, du brauchst ein Ja von außen. Und jetzt bist du am Wendepunkt angekommen, wo du dir, meine Liebe, dieses Ja gibst. Du gehst jetzt hier tatsächlich in deine Eigenliebe. Vielleicht arbeitest du auch schon mit mir an deinem Herzmagneten. Ganz, ganz viele liebe Seelen arbeiten wieder mal ganz intensiv mit mir an ihrem Herzmagneten und lösen hier diese alten Glaubenssätze auf, diese alten Muster und finden endlich in die Treue, nämlich dahin, wo wir eigentlich hinfinden möchten, zu uns selbst. Warum halten wir es denn so schwer mit uns selbst aus? Warum ist es so schwer, wenn es dann ruhig um uns wird und die Gedanken so laut werden, die uns dann hier so sehr belasten, dieses Kopfkino, der Kopfmensch? Warum wird es dann in uns so laut, wenn es um uns so ruhig wird? Warum kommen wir dann so schwer miteinander klar? Ja, mit uns sozusagen. Wir kommen dann mit uns überhaupt nicht ins Reine. Und darum geht es jetzt. Finde in den inneren Rückzug, mach vielleicht sogar tatsächlich hier eine Reise. Verstecke dich nicht, geh auch ins Außen und zeige dich präsent. Und dann wirst du hier die Neugeburt erleben über dein Herzchakra, über die Arbeit mit deinem Herzmagneten, findest du hier in deine Treue. Wenn du mir eine Nachricht schreiben magst, dann kannst du das gerne tun. Du findest direkt unter diesem Video meine WhatsApp-Nummer. Du kannst mir also gerne eine Nachricht schreiben.
Und du findest auch unter diesem Video ganz viele Links in meinen Shop auf meine Seite. Du kannst also gerne auch schauen, wer ich bin und was ich tue. Und ich freue mich jetzt schon auf deine Nachricht, auf deine Post. Und schau mal hier, kommt auch Post auf dich zu. Du schaust schon hinein in die hundertprozentige Nachricht, in die hundertprozentige liebevolle Botschaft. Hier liegt ein männlicher Part mit drin. Es könnte auch ein Mann aus der Vergangenheit sein. Hier kommt tatsächlich jemand auf dich zu und dann siehst du hier die positive Wende. Also hier liegt dann wirklich schon die positive Wende. Vielleicht möchtest du dich sogar räumlich verändern, umziehen, einfach etwas verändern in deinem Leben. Dann ist es jetzt genau die richtige Zeit. Dein Herzensmensch, dein Wunschpartner, der liegt etwas weiter rechts. Er liegt hier auf dem Hausplatz der großen Glücksenergie, aber eben auch noch hier das Verborgene, das Geheimnis, das Unbekannte. Vielleicht schweigt er im Moment sehr viel. Auch er ist vielleicht im Rückzug. Auch er muss hier mit sich diverse Dinge ausarbeiten. Hier siehst du auch noch eine weibliche Person. Vielleicht hat er eine schmerzvolle Trennung erfahren mit ihr und hat hier ganz, ganz viele Ängste mitgenommen. Und diese Ängste, die liegen auf dem Neubeginn. Also er hat hier Angst vor dem Neubeginn. Er wünscht es sich und hat gleichzeitig Angst. Aber die Angst liegt auch auf der Versöhnung. Also er möchte hier in eine Versöhnung. Gleichzeitig aber hat er auch Angst. Hier liegt die Treue, die Loyalität. Er hat Angst, dass er vielleicht nicht ehrlich behandelt wird oder man nicht loyal zu ihm steht und aufrichtig ihn liebt, quasi für den, den er ist, den, der er ist. Und natürlich, wenn du eine männliche Person bist, bitte tausch es für dich um, je nachdem, wer dein Wunschpartner ist, ob er männlich oder weiblich ist, er liegt hier. Und zwischen euch liegt die karmische, schicksalshafte Lernaufgabe und schaut mal, ihr seid hier in einer uralten Seelenverbindung. Das hier ist also eine uralte karmische Seelenverbindung. Ihr habt schon mal eine Beziehung gehabt, einen Vertrag miteinander geschlossen, vielleicht sogar einen Ehevertrag, denn hier liegt ganz klar die uralte Seelenverbindung. Und wenn du sagst, es ist so schwer mit ihm oder ihr und es ist so, als würden wir uns schon ewig kennen, ein Leben lang, dann wundere dich nicht. Hier kommt die Bestätigung, hier liegt die uralte Seele und dieser Mensch triggert natürlich deine Themen aus deiner Kindheit. Und diese Themen haben hier mit der Verlustangst zu tun, mit der tiefen, tiefen Liebe und mit tiefen, tiefen Gefühlen. Also wundere dich nicht, wenn dieser Mensch hier all deine Themen aus der Kindheit nochmal antriggert. Vielleicht hast du zu wenig Liebe erfahren, vielleicht hast du zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, vielleicht musstest du schon ganz früh mit Verlust zurechtkommen, zum Beispiel, wenn sich deine Eltern getrennt haben oder du hast jemand verloren. Oder bist oft umgezogen, hast also deine Wurzeln hier ein Stück weit vielleicht verloren, ja. Hier muss etwas in den Verlust gegangen sein, vielleicht auch die Mutter-Kind-Hinzubewegung ging in den Verlust und dadurch ging sozusagen auch die Liebe, die tiefen Gefühle ein Stück weit verloren. Also diese Nähe hat eine Unterbrechung bekommen und dadurch gibt es auch jetzt dieses Nähe-Distanz-Thema bei dir. Und der Neubeginn liegt auf dem Herzen und das Herz, siehst du, liegt hier auf den Ängsten. Also du hast Angst vor Entscheidungen, hast Angst vielleicht etwas zu verlieren oder dass etwas falsch läuft. Und das Herz liegt auf dem Hausplatz der Mäuse und die Mäuse liegen hier wirklich ja wieder auf dem Neubeginn. Also es ist ein Kreislauf, auch mit dem Magic Energy Violet Board kannst du ja hier über die Hausplätze und Seelenplätze deuten mit den Lenormand und Kippelkarten und du siehst ganz klar, du hast Angst, dass du eben hier betrogen wirst oder hast vielleicht auch wirklich Angst vor einem Neubeginn, dich wieder einzulassen. Und wenn du dich dann einlässt, dass er dann eben wieder weg ist. Und hier siehst du ja die Abwendung. Also wenn im Moment bei dir das Thema Rückzug ein großes Thema ist und du im Moment
sagst, ja, ich bin nicht aus Zufall auf dieses Video gestoßen und du hast irgendwie das Gefühl, du gehst in Resonanz, dann bitte, bitte, lass mir einen Kommentar hier unter diesem Video. Es interessiert mich, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Bitte schreib mir hier unten in die Kommentare, wie es dir geht. Hast du gerade in deinem Leben auch mit dem Thema innerem Kind, innerer Rückzug zu tun? Musst du gerade, darfst du gerade in deine Eigenliebe finden? Bist du hier auch sehr spirituell, sehr feinfühlig? Ja, bist du hier wirklich gerade einfach auf dem Weg wirklich zu dir? Kommst du dir immer, immer, immer näher? Merkst du das? Spürst du, dass du dir immer näher kommst? Dann schreib mir gerne unbedingt hier unter das Video in die Kommis. Und wenn du immer näher zu dir kommst, dann nimm es an als ein wunderbares Geschenk. Es ist was ganz, ganz Besonderes, dass du dich endlich kennenlernen darfst. Und wenn du gerade in der Angst lebst, dann nimm diese Angst an. Sie gehört zu dir. Wenn du im Schmerz lebst, dann nimm diesen Schmerz an. Er gehört zu dir. Alles, was du weghaben willst, wird sich immer mehr verstärken. Also nimm es an. Auch deine Unsicherheiten, wenn du immer wieder Unsicherheiten in dir trägst, nimm sie an, denn diese Unsicherheiten schüren natürlich auch wieder diese innere Unruhe in dir und dann fehlt die Leichtigkeit. Du darfst jetzt durch den inneren Rückzug bei dir bleiben, er bleibt bei sich, er löst seine Themen, vielleicht sind es auch familiäre Themen, er fühlt sich stark verankert zu einer weiblichen Person, zum Beispiel zu seiner Mutter. Vielleicht kommt sie sogar aus dem Ausland oder hat eine räumliche Distanz zu ihm oder ist zum Beispiel aus einem anderen Land, eine andere Nationalität und dadurch kommen diese Ängste. Er hat immer wieder das Thema, dass vielleicht sein Wert nicht geschätzt wird. Also das muss er jetzt bewältigen, denn zwischen euch liegt ja hier die karmische Schicksalsaufgabe. Also jetzt geht es darum, dass er hier seine karmische Aufgabe löst und du deine, damit ihr nachher wieder in die Begegnung sozusagen zusammenfinden könnt. Aber jetzt muss erstmal jeder seinen Weg gehen. Und dann, meine Liebe, liegt hier die Harmonie. Kalte Jahreszeit bis zum Februar, das Zuhause. Also dann liegt hier wirklich das Zuhause, Harmonie, Familie und sozusagen ein Leben lang. Also etwas Verwurzeltes, etwas, was du mitnimmst in dein Leben, dass du dir wirklich hier wieder das Fundament auch bist. Nach all dem Schmerz wird es bergauf gehen. Sei dir sicher, es wird bergauf gehen und hier bist du ja schon auf dem Weg dorthin. Wenn du jetzt bei dir bleibst, dich gut um dich kümmerst, deine Wunden gut versorgst, wirklich dieses innere Kind auch schreien und weinen hörst und es in den Arm nimmst und wirklich bei ihm bleibst, ganz bei ihm, dann kannst du diesen Schmerz überwinden, dann kannst du hier wieder in dein Selbstvertrauen kommen. Und dann kommt hier auch dieser verspielte, unschuldige Neubeginn in dein Leben. Und siehst du jetzt, wie das Licht sich verändert hat? Genau in diesem Augenblick? Ja, wir sind jetzt ganz genau da. Wir dürfen unsere Augen jetzt weit öffnen und unser Herz auch und wirklich bei uns ankommen, damit dann auch die richtige Entscheidung getroffen wird. Damit du deinen Weg gehen kannst und damit auch bei ihm oder bei ihr die Blockaden gehen dürfen. Dass hier wirklich endlich dieses falsche Entgleiten auch ein Ende haben darf. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Freue mich natürlich auf eure Kommis. Lasst mir gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ich sende euch ganz, ganz liebe Herzensgrüße. Passt fein auf euch auf. Eure Claudia.